Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 23 Ultimate Team. Jawohl, Spiel Nummer 2 steht an diese Woche. Am Montag haben wir 13-0 gewonnen, mit mehr oder weniger in den ersten 2-3 Spielzügen gleich. War ein wahnsinniger Auftakt. Was war das? Drittes Running Play, erster Touchdown. Und dann dritter Spielzug des Gegners, erster Pick 6. Und dann war es auch schon vorbei. Papa sucht. Irgendwie haben wir doch schon mal gespielt. Dave Kasper, Drew Bledsoe. Och du Scheiße, Troy Polamalu. Ja, jetzt könnte es interessant werden. Das könnte sehr interessant werden. Einfaches Beispiel. Der Junge weiß, was er spielt. Sonst hätte Dave Kasper nicht, und er spielt viel. Was natürlich absoluter Vorteil ist für ihn. Weil wir uns jetzt erstmal auf ihn einstellen müssen. So. Boswell, Polamalu wartet am anderen Ende. Ungewohnt. Polamalu kniet. Und somit starten wir an der 25. So. Wir spielen denselben Spielzug wie gestern zuerst. Der hat nämlich gut funktioniert bei uns. Da kommt auch gleich die erste Strafe rein. Fumble. Wir haben ihn und nehmen ihn mit zur 3. DeForest Buckner. Ja, schön. Wenn er gleich wieder rausgeht, kein Problem. Aber da müsste ein Sieg für uns sein. DeForest Buckner kam da gut durch. Zack, Fumble. Das verstehe ich nicht. Haben wir jetzt 2 Siege dafür bekommen? Ja, haben wir. Game Results, Haken, 0-0. Current Record 1-0. Und das verstehe ich nicht. Wenn jemand abbricht, dann lasst sie doch zum Henker nochmal verlieren. Dann gebt ihm doch eine Strafe dafür. Es kann doch nicht sein, dass er jetzt eine Belohnung dafür kriegt, dass er ein Spiel länger überlebt, weil er abbricht. Das kann es doch nicht sein. Jetzt mal ehrlich. Ihr könnt doch nicht Leute dafür belohnen, EA, für das, dass die Spiel nicht gescheit antreten. Da können wir anderen ja nichts dafür, wenn wir da sind und spielen. Habe ich echt kein Verständnis für so einen Mist, dass man sie dann auch noch belohnt. Oh, Kansas City Chiefs gegen die San Diego Chargers. Jetzt haben wir natürlich mal ein Game, was wir vielleicht gewinnen müssen. Derby, Rivalry, wie man immer auch es nennen will. Der muss laufen. Megatron kommt zu 30. Haben wir nicht unbedingt gut gelöst. Aber ja, wir starten mit derselben Taktik wie die letzten Games. Ja, gut. Griffin mal hinter Jalen Waddle, ist natürlich schlecht. Ja, Digga, willst du mich verarschen? Ist down. Ist natürlich jetzt dann nah an der Endzone dran, klar.
Interception, Stephon Gilmore. Jawohl, schön gemacht. Ich dachte mir, ich laufe mit Polamalu mit dem anderen mit, weil ich habe hinten gesehen, dass zwei da schon stehen. Da hätten wir keinen dritten mehr gebraucht. Let's go. Derrick Henry. First down. Oh, second and inches. Come on. First down. Ja, nicht ganz so geklappt. Der läuft immer noch. Derrick Henry. Da wissen wir schon, was wir an dem haben. Das muss man schon mal so klar sagen. Da vorne. Ja, kann sich nicht durchsetzen. Verlieren auf dem Papier ein Yard. Antonio Gates. First down zu 38. Guter Auftakt unserer Mannschaft. Hinten gleich mal mit einem großen Spielzug gerettet, sag ich mal. Vorm Rückstand. Derrick, der ist abartig. Da hängen 3-4 Leute dran. Er kommt nicht hin. Jetzt werden uns das 2 Siege berechnet. 3 auf 5, jawohl. Geht doch. Wir werden es doch also als Siege berechnet. Sehr schön. Cool. Ich mag Derrick Henry. Der macht uns vorne im Moment das Spiel, ganz einfach. Weil da hängen 3-4 Leute dran. Und er rennt einfach weiter. Das interessiert ihn nicht. Derrick Henry ist super. Ja, das war's für die Woche. 3 Siege. 2 brauchen wir noch. Die sind aber dann erst nächste Woche dran. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns. Ja. Würde ich sagen. Am Freitag wieder zum Team of the Week. Dann zusammen mit FIFA. Und ja. Bis dann. Ciao mit V. Bleibt gesund. Wir sehen uns.